Schaffen wir es, bis zu Patrick zu rutschen oder sogar in Patrick reinzurutschen in Roblox? Wird sehr, sehr krass. Lasst mir ein Like und auch ein Abo, dann guckt das Video bis zum Ende und jetzt let's go! Freunde, ich hab's gerade gesagt, wir sind hier einfach in Roblox am Start und ich muss es schaffen, in Patrick reinzurutschen. Guck mal, wir können uns hier ganz viele verschiedene Kisten geben. So, erstmal hier die Nuklear-Box. Die hört sich doch schon gefährlich an. Ich setz mich rein und... Oh Gott, es geht los, es geht los, es geht los! Oh, guck mal hier, wie cool das aussieht, diese riesige Regenbogenrutsche hier. Warte mal kurz ran, zoom hier. Wie kann ich mich denn jetzt hier am Drehen? Oh Gott, und da oben steht auch... Oh mein Gott, was ist denn das? Ein Einhorn? Hey, jetzt habe ich nicht mal in den Mund reingeschafft. Da oben steht auch, ich muss bis zum Ziel kommen für eine große Überraschung. Na, da bin ich ja mal gespannt, was es da gibt. Ich habe es leider aber mit der Nuklearbox nicht geschafft. Probieren wir mal das nächste aus, und zwar die Regenbogenbox. Mit der haben wir vielleicht ein bisschen eine bessere Chance. So, der fährt sich schon los. Ich setze mich mal ganz kurz rein hier und... Okay, bitte wenigstens schon mal ins Einhorn. Das wäre ja schon mal Kapitel Nummer 1 geschafft, sozusagen. Patrick kommt wahrscheinlich ganz am Schluss oder sowas. Wir schauen mal. Und... Oh Gott, schön Speed, schön Speed, schön Speed. Unten seht ihr, wie Speed wir haben. 350, 370, 400. Das könnte reichen. Das sollte reichen. Und... Nein. Ich hab's nicht mal geschafft, den Mond rein. Ich war zu schnell, oder was? Ich glaub's nicht. Ich glaube aber, die Regenbogenrutsche war schon mal ein guter Anfang. Das heißt, sie ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller. Und komm, jetzt, wir setzen uns rein. Hier, wir haben natürlich noch ein paar andere Boxen da am Start, die wir ausprobieren können. Machen wir auch noch. Und, oh mein Gott, warte mal. Oh Gott, habe ich hier geöffnet aus Versehen. Okay, es geht los, geht los. Und, komm schon. Schön Speed, schön Speed. Eben hatte ich 400 irgendwas, jetzt habe ich gerade 400. Ähnlich, ähnlich. Und rein in den Mund, ja. Oh mein Gott, wir haben es weiter geschafft. Wir sind weiter, oh mein Gott. Es geht direkt weiter. Und, was ist jetzt hier? So Kuchen, okay. Ja, schön, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und es geht direkt weiter. Sehr gut, komm schon, jetzt hier rum. Nein, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Drehen immer ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Okay, sehr schön, dann geht's hier rum, ja. Kann ich mich hier, oh Gott, die Regenbogenrutsche, kriege ich mich noch gefangen hier? Ja, ich liege ein bisschen auf dem Rücken, aber ist gar nicht schlimm, wir gucken nämlich mal. Oh Gott, ich kann gefühlt gar nichts sehen hier. Wir springen wieder ab hier, und wo geht's jetzt hin? Auf die Lavarutsche, was? Und auch das haben wir geschafft. Alter, das ist so, so, oh mein Gott, das war gerade ein Sprung. Den haben wir fast nicht geschafft. Oh nein, haben wir auch schon fast nicht geschafft. Hier rüber und rein in die Lava. Jetzt geht's hier unten lang. Rein in die Lavahöhle, okay. Was waren da für krasse Sprünge auf einmal eben? Und jetzt hier runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr schön. Hier drauf. Okay, wir haben uns wieder gefangen. Wir sind gut am Start, muss ich sagen. Schaffen wir es mit dieser Box jetzt schon bis zum Ende? Das wäre eigentlich mal eine coole... Nein, was ist jetzt los? Das wäre mal eine coole Versuche. Jetzt sind wir hier irgendwie aus dem, keine Ahnung, Minigame oder so. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Jetzt sind wir auf irgendeiner Straße. Wie viel Kamera haben wir? 450. Wir sind todesschnell. Wir rutschen direkt weiter. Ich glaube, so schnell habe ich das noch nie gesehen. Oh mein Gott, guck, wie schnell wir sind. Die Boxen, die sind gefühlt gar nicht mehr im Weg. Beziehungsweise diese Rampen sind gar kein Problem mehr. Und hier rüber in den Korb rein. Ja! Mann, nein, wir haben es nicht in den Korb reingeschafft, Menno. Aber man kann sagen, was man will, der Regenbogenwagen hat uns weit gebracht. Ich würde sagen, wir holen uns hier, was haben wir hier noch, TDM-Box? Hier, komm, wir holen uns hier eine Batman. Hey, sag mal, der will mir hier die Box klauen. Hau ab da, du Blödian. Mensch, mein Gott, ey, da wollte er mir auf einmal die Batman-Box klauen. Ich hoffe, mit der hier schaffen wir es auf jeden Fall. Und, okay, wir schauen mal, wir schauen mal. Also, wir sind ja eben schon ziemlich, ziemlich weit gekommen. Ich hoffe, diesmal kommen wir halt noch weiter und schaffen es irgendwie bei Patrick rein. Oh Gott, und ja, okay, schon mal easy in den Mund reingekommen. Gar kein Problem. Jetzt ist hier schon wieder so ein Wirrwarr mit ganz viel Kuchen und Kirschtorte und sowas alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ja, okay, alles gut. Auch das schaffen wir hier lang. Hier lang, dann hier rum. Ja, sehr gut. Auch das schaffen wir hier. Die Regenbogenrutsche runter. Wir sind diesmal auf jeden Fall richtig rum. Das ist sehr, sehr schön. Dann geht's hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 ganz schlecht, wenn wir uns so drehen. Ganz schlecht. Wir schaffen noch den Absprung und in die Lava. Wir schaffen es. Oh mein Gott. Jetzt kommen ja immer diese Level hier. Wir schaffen es hier rüber gesprungen. Sehr schön. Hier auch nochmal, oder? Ja, hier auch nochmal. Und es geht weiter, Freunde. Es geht weiter. Wir gehen hier wieder runter. Das kennen wir doch hier alles schon so ein bisschen. Komm, kriegen wir uns wieder gerafft? Nee, gerade nicht. Gerade nicht. Aber wir sind hier unten auf der Regenbogenrutsche. Jetzt müsste gleich diese Stadt kommen, glaube ich. Ich glaube, die kommt gleich, oder? Nee, es kommt hier dieses... Ah, okay, mit diesen Löchern, wo man so reinfliegen kann. Jetzt kommt hier so ein Pinball oder sowas gleich hier unten. Sehr gut. Oh Gott, Batman, den geht's auch schon gar nicht gut hier. Die Box, ne? Die ist auch schon kaputt. Und da ist die Stadt, die ich meinte. Okay, also hier ist die Stadt. Wir sind wieder mega schnell. 400. Alter, ich kann gefühlt gar nichts sehen, ne? Weil das so schnell ist. So, komm, wir gucken mal in der Eco-Perspektive. Ist das vielleicht ein bisschen schneller? Oh Gott. Ich sag euch, also, sorry, wenn ihr schon hier irgendwie schwindelig wird beim Zuschauen, aber für mich geht's noch. Okay, wir gehen weiter und Sprung. Und ja, diesmal in den Korb. Wir haben es in den Korb reingeschafft, das war's. Wir sind schon weiter als eben gerade. Okay, komm, noch weiter. Area 51.
Wir rutschen in Area 51. So ein Alien. Moin, hallo. Und es geht weiter. Gott. Jetzt haben wir hier so Alien-Saft unten oder was? So Alien-Blut. Okay. Und Absprung. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt? Wo geht's? Pinball! Wie ich eben gesagt. Nein. Nein! Wir sind schon wieder rausgeflogen aus dem Pinball-Kart, dem Manu. Die Batman-Box ist es also auch nicht. Dann ist es vielleicht diese Box hier. So eine Holzbox. Wir gucken mal. Ich setze mich rein und wir sind diesmal ziemlich viele. Guck mal, wir sind so eine richtige Kolonne hier. Ich hoffe mal nicht, dass die... Hey, du musst dir eine Box holen. Ich hoffe mal nicht, dass die da oben unten sich irgendwie wegrammen oder sowas. Wir schauen mal. Da unten müssen die irgendwo... Sag mal, hä, sind die schon runtergefallen oder was? Die können nicht so schnell gewesen sein. So, rein hier und jetzt rein hier ins Einhorn. In den Einhornmund und selbst das schaffen wir nicht mal mit der blöden Holzbox. Ich will doch nur Patrick sehen. Komm, wir nehmen hier die TDM-Box. Was auch immer das für eine Box sein soll. Zwei Stück auf einmal. Oh Gott, ich sitze drin. Ich sitze hier drin. Oh Gott. Ich bin gespannt. Okay, die eine ist weggespawnt. Dann gehen wir mal los hier. TDM-Box. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gucken, Freunde. Ich will gucken. Ich hoffe, ich komme wenigstens in diesen Mund von diesem Einhorn rein. Und drüber hier. Ja, sieht sehr... Ja, schaffen wir, schaffen wir. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, mit dieser Diamantenbox schaffen wir das jetzt. Mhm. Erstmal ein bisschen sammeln. Immerhin sind wir schon mal richtig rum. Das heißt, sie ist schon mal vom Gewicht her richtig gut austariert. Dann hier lang. Sehr gut. Gucken wir hier mal. Ja, hier auch noch rum. Schaffen wir es dieses Mal? Ich bin gespannt. Die Regenbogenrutsche sogar richtig rum runter. Die Lollipop-Regenbogenrutsche. Und jetzt einen schönen guten Absprung da unten und rein in den Korb, oder? Ja, nee, erstmal Lava. Stimmt, erstmal Lava und danach kommt der Basketballkorb. Hier erstmal die Lava mitnehmen. So, das sollten wir auf jeden Fall alles hinbekommen, glaube ich. Hier rüber springen. Sehr gut. Mhm. Wie geht's hier weiter? Hier in die Lavahöhle rein. Das kennen wir doch mittlerweile auch schon. Also gar nichts mehr los. Da sollten wir auf jeden Fall immer Glück haben, da durchzukommen. Aber man muss auch dazu sagen, es hängt halt von der Box ab, wie sie fliegt. Na, wenn sie schräg aufkommt, irgendwo wie eben beim Pinball, dann war es das schnell mit einem. Wir rutschen weiter. Hm, jetzt gleich kommt auf jeden Fall diese schnelle Stadt. Ich glaube, sobald ich hier das Orange berühre, geht's los. Ja, 100 km/h und Sprung. Okay, sehr gut. Alles gut, alles entspannt. Wir sind auf jeden Fall schon mal hier. Jetzt haben wir hier diese Pinball-Map, die erste. Und hier runter. Jetzt kommt, müsste diese Stadt eigentlich gleich kommen. Ja, da ist die Stadt. Wir rutschen los, aber sind auf der Kante. Kein gutes Zeichen. Keine gute Vorlage, um jetzt gleich gut abzuspringen in den Basketballkorb. Wir gucken aber trotzdem mal. Ich drücke die Daumen. Vielleicht kriegen wir uns hier noch irgendwie gedreht, aber... Ne, es sieht sehr schlecht aus. Wir kriegen uns gedreht. Es sieht gut aus, wollte ich gerade sagen. Wir springen ab und in den Basketballkorb rein. Ja, okay. Es ist wieder alles gut. Es ist wieder alles gut. Wir haben uns wieder gut gesaved. Jetzt kommt Area 51 gleich. Ja, das kennen wir doch auch schon hier. Sag mal, Area 51. Und jetzt gleich müssen wir nur Pinball schaffen. Jetzt bei Pinball bitte nicht rausfliegen. Jetzt der Absprung. Jetzt der Absprung. Bitte nicht rausfliegen da unten, bitte. Ich versuche hier halt wirklich alles. Ne? Ich lege mich rein in die Kurve wie kein anderer, aber... Ja! Es sieht gut aus. Ja, oh mein Gott, ja. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ja, es sieht aber gut aus. Wir kommen nach unten. Wir haben es nach unten geschafft. Sehr gut, wir sind so weit wie noch nie. Hier auf die Regenbogenrutsche drauf. Sehr schön. Sag mal, wo sind wir denn jetzt hier? Das Weltall oder was ist das hier? Oh mein Gott, wie schnell sind wir? 400, wir beschleunigen hier die ganze Zeit. Es sieht aber langsam aus. 500, 600. Oh mein Gott, wie schnell sind wir denn hier? Hm, kommt da gleich Patrick oder was? Absprung. Absprung. Quietsche Ente, fast da, sagt er. Nein, nein, nicht fast da, bitte, nein. Da vorne wäre Patrick gekommen, glaube ich. Aber die TDM-Box, Freunde, war eine gute. Deswegen, komm, wir schaffen es jetzt nochmal da hinten hin. Ich will jetzt nämlich sehen, wie das hier zu Ende geht. Komm, wir rutschen hier wieder runter. Und ich würde sagen, ich versuche es ja einfach mal ein paar Mal und überspringen den Schritt. Fragt mich nicht wie, aber ich habe jetzt Patrick endlich gefunden, Freunde. Und ich fahre hier rein mit dem Kart. Okay, okay. Ich kann hier, glaube ich, sogar noch auf Geschwindigkeit so plus machen. Dann fährt das Ganze hier noch schneller. Wir fahren rein und... Wie, wir fahren rein, wir fahren durch und guck mal hier. Das ist das Ende, lol. Hier ist einfach das Ende am Start und guck mal, was wir jetzt hier alles haben. Hier erstmal für ein Abzeichen, oder was? Okay, was haben wir denn hier noch so? Hier können wir uns einfärben. Guck mal, blau, blau, rot, hier, gelb. Beste Farbe. Guck mal, hier können wir noch so verschiedene Gesichter uns geben. Wow. Alter, wie krass ist das denn? Jetzt haben wir hier sogar, was ist das? Noch so verschiedene Köpfe, die wir uns aufsetzen können. Guck mal hier, so ein Tentakelkopf. Okay, 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 das finde ich ja ziemlich cool. Was können wir hier noch machen? Da ist so ein großes Trampolin. Können wir darauf spielen? Wow, naja, mehr oder weniger. Und hier? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Hallo, geht es aber mal los oder was? Was ist denn hier los? Ach, die ist blöd, die Schaukel. Freunde, wir haben es auf jeden Fall bis zum Ende geschafft. Wir haben diesen Patrick-Parcours fertig, Freunde. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge Roblox gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und auch ein Abo. Natürlich mal checkt gerne eins von anderen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.